Ein Grundstück mitten im Wald. Marianna und Anders Arjetorp leben im Süden Smolands eng verbunden mit der Natur. Genügend Raum für Entfaltung bietet ihr grünes Reich auch jenseits der Blumenbeete. Jon Blondrock und Mark van Beek sind erst vor wenigen Jahren nach Smoland gezogen. Das eigene Mini-Hotel auf dem Land und die entspannte Lebensart haben die Belgier bewogen, hier ein neues Leben zu beginnen. Lennart Svenssons Leidenschaft gilt alten Holzhäusern. In der Nähe von Eksjö liegt sein Laden für historische Metallelemente. Auch seine Frau Anneli lebt gern ein wenig so wie in alten Zeiten. Passend dazu kultiviert sie Gemüse in ihrem eigenen Garten. Smoland im Süden Schwedens. Von hier breitet sich eine Landschaft nach Norden hin aus, die für die meisten Betrachter das typische Schweden ausmacht. Mit endlosen Seen und Wäldern. Größere Städte gibt es wenige. Astrid Lindgrens Geschichten spielen zumeist hier in Smoland. Vielleicht ist die Region deshalb für viele auch das Traumland ihrer Kindheit. Ein Land, in dem das Leben noch ein wenig ruhiger zu verlaufen scheint als in den Metropolen des Königreichs. Im Süden der Region erstreckt sich ein Nadelwald. Die letzte Eiszeit hat hier Granitblöcke zurückgelassen. Elfen und andere Waldgeister vermutet man hier. Und wird überraschenderweise nicht enttäuscht. Dies ist die Welt von Marianna Arjetorp. Marianna lebt seit 25 Jahren auf Steensjöeng. Zu ihren besonderen Schätzen zählen Rosen. Die Gehölze durch die kalten smoländischen Winter zu bringen, gelingt Marianna auf eigenwillige Weise. Das Wichtigste bei der ganzen Gartenarbeit und besonders bei den Rosen ist, dass man sie liebt, dass man Zeit für sie hat. Ungefähr so wie für seine Kinder oder seine Freunde. Ich orientiere mich bei der Pflege nie an Büchern, sondern ich pflege sie, wenn ich Zeit habe. Das Wichtigste ist, dass ich mir Zeit nehme, an den Rosen zu riechen, sie in meinen Alltag integriere und dass ich Geduld habe. Denn sie lassen sich mit dem Blühen Zeit. Manchmal können sie bis in den Winter hinein blühen. Marianna hat eine ganz besondere Einstellung zur Natur. Nicht nur Zierpflanzen sind in ihrem Garten erwünscht, auch Unkräuter dürfen hier wachsen. Das Zusammenspiel zwischen Ordnung und scheinbar Zufälligem ist fein ausgewogen. Weil sich die heimischen Arten oft kräftiger entwickeln als die empfindlicheren Sorten aus der Gärtnerei, greift Marianna ein, um das Gleichgewicht zu bewahren. Meine Liebe gilt der wilden Natur, das Zusammenspiel zwischen den wilden Pflanzen, die es bereits gab, als ich hierher kam, und dem Wunschgarten meiner Träume, kostet deshalb sehr viel Arbeit. Die Leute fragen mich oft, und wo ist hier der Garten? Da lache ich dann und denke, wie verschieden doch unsere Vorstellungen von einem Garten sein können. Ich möchte ein Zusammenspiel mit dem Wilden, gleichzeitig möchte ich aber auch selbst entscheiden und die Pflanzen aussuchen, die duften und mir Schönheit schenken. Denn Schönheit und Duft sind das Wichtigste in meinem Garten. Bei der Gestaltung ihres Gartens wird Marianna von ihrem Mann Anders unterstützt. Vor kurzem hat er sich ein neues Hobby zugelegt. Ein Glücksfall, dass diese Arbeit nicht nur ihm selbst, sondern auch Marianna Freude macht. Zumindest das Ergebnis. Sein Bestimmungsort liegt im entlegensten Winkel ihres Waldgartens.
Hier hat Anders schon häufiger Objekte für Mariana installiert. Waldkathedrale nennen die beiden diesen Ort, den Mariana gern besonders ausschmückt. Und der ihr dazu dient, hier alleine oder mit anderen zu meditieren. Die Natur war meine erste Liebe als Kind. Heute fühle ich, dass dieser Ort mir alles gibt, was ich zum Leben brauche. Hier kann ich meine Wurzeln ganz tief in Mutter Erde ausbreiten. Ich brauche nirgendwo anders hinzuziehen. Das hier genügt mir. Mariana ist ein spiritueller Mensch, eine Dichterin. Sie interessiert sich auch für die Welt der Träume. Mitunter schläft sie hier am See. Morgens notiert sie, wovon sie geträumt hat, um so ihr Leben im Wachzustand besser zu verstehen. Wer weiß, welche Eindrücke die nächsten Nächte in ihr hinterlassen werden. Småland ist ein Land für Naturliebhaber. Ein Land der Seen. Rund 5000 von ihnen durchziehen die Region. Seegrundstücke wie dieses sind keine Seltenheit. Das Gebiet um Tuftusa im Süden gehört zur Seenlandschaft des Osnen. Nur wenige Kilometer entfernt von hier haben zwei Walsmoländer ihre neue Heimat gefunden. Im Jahr 2008 sind die beiden Belgier hierher gezogen, in das Herrenhaus Olshult in Südsmoland. Mark van Beek und Jon Blondrock. Ihre selbstgesteckte Aufgabe? Das Haus renovieren und vor allem den verwilderten Garten wiederherrichten. Beim Ordnen der Staudenbeete gibt es noch reichlich zu tun. Aber in den vergangenen Jahren haben sie auch schon eine Menge geschafft. Haben Rasenflächen freigeschnitten, Gehölze ausgelichtet und so dem Garten wieder Charakter verliehen. Sein Stil ist englisch, seine Neuerschaffung eine Herausforderung. Es ist vielleicht einfacher, wenn man umzieht und in einem neuen Garten noch einmal von vorne beginnen kann. Aber hier gab es schon einen Garten. Er stammt aus den 30er, 40er Jahren. Für uns ist es sehr spannend zu entdecken, wie der Garten einmal aussah und wie er heute aussieht. Darin zu arbeiten und zu versuchen, ihn in etwa so zu gestalten, wie er früher ausgesehen hat. Zum neuen Lebenskonzept von Mark und Jon gehört auch ein beruflicher Neuanfang. Die beiden betreiben hier ein sehr kleines Hotel. Jon hat früher in Brüssel als Jurist gearbeitet. Ein kleines Ferienhaus in dieser Gegend besaß er damals gemeinsam mit Mark. Je öfter sie die Aufenthalte hier genossen, umso verlockender wurde der Gedanke, ganz in Småland zu leben. Vor ein paar Jahren war dann die Zeit für einen Wechsel gekommen. Das Haus stammt aus dem 18. Jahrhundert. Von einer der Besitzerinnen wurde es um 1940 erweitert. Danach herrschte Stillstand. Als Mark und Jon hier anfingen, haben sie alle Räume renoviert und neu eingerichtet. Draußen wartete derweil ein anderes wichtiges Projekt, ihr Küchengarten. Er soll nicht nur die Zutaten für den täglichen Speisezettel liefern, sondern auch gut aussehen. Schon in Belgien haben Mark und Jon einige Jahre praktische Gartenerfahrungen gesammelt. Doch
Die reichen ins Moland nicht aus. Hier in Schweden zu leben, ist doch recht anders. Man muss wirklich noch einmal von vorn anfangen. Es herrschen andere Temperaturen. Die Pflanzen, die wir in Belgien hatten, vertragen keinen Frost. Man muss wirklich noch einmal von vorn anfangen. Aber es macht Spaß, etwas Neues zu lernen. Um Stangenbohnen platzsparend zu kultivieren, nutzt Mark im Gemüsegarten Gerüste aus Holz, nach einem historischen Vorbild. Das Spannen der Seile hilft dabei, den mittleren Pflock zu stabilisieren. Das Gerüst ist mobil und kann in Folgejahren leicht woanders aufgebaut werden. Für das Pflanzenwachstum ist das wichtig, denn der Umzug auf andere Beete fördert auch bei Kletterbohnen die Gesundheit. Und während die einen noch wachsen, sind die anderen Früchte schon fast wieder runter vom Speiseplan. Die letzten Erdbeeren der Saison. Jon erwartet Gäste für den Nachmittag. Nur selbstgebackenes wird serviert. Ein ruhiges Aussteigerleben ist das nicht. Trotzdem läuft es nach Wunsch. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Garten und auf die Arbeit mit den Gästen. Es ist natürlich etwas ganz anderes als das, was wir früher gemacht haben. Es ist wirklich eine Lebensaufgabe. Wir arbeiten fast jeden Tag. Aber es macht Spaß. Denn jetzt arbeiten wir nicht mehr zwischen vier Wänden, so wie früher. Wir tun das für uns. Deshalb sind wir hierher gezogen und haben noch einmal ein neues Leben angefangen. Die Gäste kommen in den Genuss einer Tartelette aux Fraises. Denn auch das hat sich Jon vorgenommen, die kulinarischen Köstlichkeiten seiner alten Heimat Belgien in die neue Heimat mitzunehmen. Außerhalb der Gärten sind es besonders die Nadelgehölze, die heute das Bild der smoländischen Landschaft prägen. Kiefern und Fichten sind gut gerüstet, um die rauen schwedischen Winter zu überstehen. Aus Fichtenästen werden solche Zäune gefertigt. Seit Jahrhunderten schützen sie ländliche Höfe vor Wildtieren. Im Süden Smolands, in Mariana Arjotorps Garten, spielen Zäune allerdings keine Rolle. Ganz im Gegenteil. Ihr Reich ist offen für alle, die ihre Liebe zur Natur teilen. So wie die Künstler Inga Liu und Hans Hedlund. Schon oft haben sie Mariannas Garten zu einem Ort der Kunst gemacht. Ich würde heute gerne in deinem Garten sitzen und malen. Die Strauchpeonien sind aufgegangen. Die Strauchpeonien, genau. Die wollte ich unbedingt sehen. Und ich habe heute meine Skulpturen in der Scheune. Es ist genauso, als wäre die Knospe aufgegangen. Für mich ist es fantastisch, Garten und Kunst miteinander kombinieren zu können. Es ist ein Geschenk, dass so viele den Weg hierher gefunden haben und schöpferisch tätig werden. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur ich die Quelle meiner Inspiration und meiner schöpferischen Lust hier gefunden habe, sondern auch viele andere. Neben dem Garten finden Sie hier Inspiration. Das ist ein besonderes Geschenk. Mariannas Kreativität zeigt sich auch im Umgang mit ihren Rosen.
Um Inga und Hans für ihre Kunstinstallationen zu danken, braucht sie die duftenden Blüten von Rose de Resch oder Rosa Conditorum. Die will sie später für ihre Freunde einfrieren in einer ganz normalen Plastikschale. In der kalten Jahreszeit, bei einem der Besuche von Inga und Hans, wird sie die Rosen aus dem Kühlfach holen und auftauen. Für eine halbe Stunde werden sie herrlich duften. Eine Erinnerung an diesen Sommertag mitten im Winter. Die restlichen Blüten gießt sie mit Essig auf und lässt sie einige Tage lang so ziehen. Danach ist der Rosenessig fertig. Perfekt zum Beispiel für Salate. Kein Nachmittagsbesuch in Småland ohne eine kleine Pause. Die Schweden gehören weltweit zu den größten Kaffeetrinkern. Jetzt bekommt ihr Rosenkuchen. Die frischen Blaubeeren sind natürlich aus dem eigenen Wald. Die Gegenwart von Freunden genießen, dabei draußen sein und die Nähe der Natur spüren. Für Mariana die Zutaten für einen perfekten Sommernachmittag. Der zweitgrößte See Schwedens ist der Vättern. Småland grenzt an seine südlichen Ufer. Forellen, Hechte oder Lachse kann man hier fangen. Anfang Juli ist es in der Umgebung des Sees noch ruhig. Aber bald wird es Sommergäste hierher ziehen, die ein bisschen abtauchen wollen in eine Wohnwelt wie vor 100 Jahren. Von deren Charme ist auch Lennart Svensson aus der Nähe von Eksjö begeistert. Hey Lennart! Hallo Lennart! Hey! Hey Sten! Hallo Sten! Oh, Problem mal! Du, hör mal, ich hab hier ein Problem. Ich habe hier ein Schloss und das funktioniert nicht. Und der Schlüssel, der passt auch nicht. Wir gehen mal rein und gucken nach einem anderen Schlüssel. Lennart Svensson hat einen Laden für historische Hausbauteile, vor allem aus Metall. Vorrangig repariert er alte Schlösser und hat dazu natürlich die Ersatzteile parat. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir einen Schlüssel finden. Einen Schlüsselrohling, den wir an dein Schloss anpassen können. Da haben wir einen. Lennart hilft gern Menschen wie seinem Freund Sten, vor allem wenn es um Reparaturen rund ums Haus geht. Zwar hat er früher einmal Maschinenbau gelernt, aber dann kam alles anders. Ich mag diesen Job. Es ist ein Hobby, das ich zu meinem Beruf gemacht habe. Ich habe diesen Laden vor 18 Jahren aufgemacht. Vorher habe ich an meinem eigenen Haus herumgebastelt, Anfang der 80er Jahre. Ich habe sicher viel richtig und viel falsch gemacht. Ich habe dort die verschiedensten Handwerker ausprobiert. Es ist ganz schön, dass ich die Besucher beraten kann. So müssen sie nicht dieselben Fehler machen wie ich früher. Seine Waren kauft Lennart auf Messen oder Auktionen. Es sind Originale oder sehr gute Nachbildungen. Wie viele andere Schweden hat er Freude daran, historische Häuser stilgerecht wiederherzurichten. Die Teile dafür müssen authentisch sein. So, wie er es auch in seinem Zuhause am besten findet. Ein paar Kilometer entfernt von seinem Laden liegt Lennarts Wohnhaus. Hier lebt er zusammen mit seiner Frau Anneli. Auf dem Grundstück hat er auch seine Werkstatt untergebracht. In diesen Räumen repariert er alles, was privat oder beruflich erledigt werden muss. Auch das Schloss für seinen Freund Sten. Was er kann, hat Lennart sich selbst beigebracht. Mit der Zeit halfen Übung und Erfahrung. Diese Aufgabe hier ist allerdings eine Kleinigkeit, verglichen mit dem, was er auf seinem Grundstück schon geschaffen hat. Sein Werkstattgebäude hat er woanders ab und hier wieder aufgebaut.
Im alten Stil, versteht sich. Die Tapeten sind von ihm selbst bemalt, mit einer Schablone. Die Deckenleisten sind Originale. Alles soll so aussehen wie im 18. oder 19. Jahrhundert. Ich liebe Möbel und Gegenstände im alten Bauernstil, die unberührt sind, denen man ansieht, wie die Hände gearbeitet haben. Man sieht, was die Handwerker mit den alten Möbeln gemacht haben, sieht die Originalfarbe. Als wir hierher zogen, hatte ich davon überhaupt keine Ahnung. Ich habe mich intensiv eingelesen und habe mir Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen. Wir haben erst einmal ein Jahr lang in dem Haus gewohnt, um es kennenzulernen, bevor ich irgendetwas gemacht habe. Da habe ich dann angefangen, mich für diese alten Dinge und das Handwerk zu interessieren. Auch Annelie lebt gern auf dem Land. In das kleine Stadthaus, in dem sie früher wohnten, möchte sie nicht zurück. 6 Kinder hat sie hier in Brecknerüth großgezogen. Regelmäßig zu kochen ist für sie selbstverständlich. Ich genieße es, in den Beeten zu wühlen. Und außerdem schmeckt das Gemüse sehr viel besser, wenn man es direkt aus dem Garten holt. Ich fühle mich wohl und nehme es nicht so genau. Wenn ich mal einen Fehler mache, dann ist das okay. Ich genieße die Launen der Natur. Ich fühle mich wohl damit. Jedes Jahr kultiviert Annelie Mohrrüben. Die zu eng gesäten Pflanzen müssen nach einigen Wochen, wie hier, vereinzelt werden, damit die übrigen Platz haben zum Wachsen. Um das Gemüse auf ökologische Weise gesund zu erhalten, baut Annelie Mohrrüben und Zwiebeln nebeneinander an. Mit ihren ätherischen Ölen sollen sich die Pflanzen gegenseitig Schädlinge vom Leib halten. Der Wiesenschnitt von ihrem Grundstück hält dann noch die Feuchtigkeit im Boden. So muss weniger gewässert werden. Mit der Reparatur des Schlosses ist Lennart fast fertig. Er nutzt noch ein Gemisch aus Graphitpaste, Leinöl und Balsamterpentin. Sie schützt die Eisenteile vor zu schnellem Rosten. Lennart? Ja, hallo, Steen. Wie ist es mit dem Schloss geworden? Das Schloss ist fertig. Ah, prima. Das ist ja toll geworden. Ja, das sollte funktionieren. Und der Schlüssel passt. Klar. Dankeschön, Lennart. Echt prima. Ein Kunde ist zufrieden und schon ruft eine andere Aufgabe. Das Streichen ist zwar für schwedische Holzhausbesitzer eine sommerliche Pflicht, aber Lennart erfüllt sie mit Hingabe. Im Süden Smolands, bei Jon und Mark, spielt die Pflicht heute einmal keine Rolle. Die beiden haben sich vorgenommen, an diesem Abend die Gegend zu genießen. Ihr Ziel liegt nur eine halbe Stunde Fahrt von ihrem Garten entfernt. Hierher, zum Herrenhaus von Hüseby, kommen im Sommer viele Touristen. Jon und Mark kennen das Anwesen, aber ihr Ziel ist ein anderes. Hey. Hallo, herzlich willkommen auf dem Ausflugsboot Örnen. Hallo, vielen Dank. Hier oben könnt ihr euch hinsetzen und essen und trinken, was ihr mitgebracht habt. Ja, danke. Die Fahrt geht in Richtung Osnen. Er ist der drittgrößte See Smolands. Skipper Roger kennt die Seenlandschaft gut. Mit seinem Boot hat er hier schon vielen Ausflüglern die Gegend gezeigt. Der Osnen ist ein Naturparadies. Seltene Baum- und Tierarten gibt es hier. Wer in dieser Gegend lebt, kann gar nicht anders, als entspannt und zufrieden zu sein. Jon und Mark
haben das schon lange erkannt. Wir fühlen uns wohl hier. Das ist das Wichtigste für uns. Deshalb sind wir hierher gezogen. Wir finden es schön, hier in Småland zu leben. Viel Platz und Raum zu haben, Luft und Natur. Es ist richtig gut, was wir gerade tun.